Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 3 Part 17. Ja, ihr habt es ja gerade gesehen, ne? Ich habe unkommentiert diese Bilder gelassen, wie ich versucht habe, oder ich habe es ja auch geschafft, ne, ohne ein bisschen Munition zu verschwenden, da durchzukommen. Ist haarig, habt ihr ja gesehen, aber es ist halt machbar, ne? So, okay, Säuregranaten haben wir. Jetzt kommen ja hier so ein paar Hunter. Hehehe. Das ist der Grund, weshalb wir diese ganze Aktion gemacht haben. Nein! Ja, die weichen halt doch aus. Oh, okay. Da kommt noch einer dazu. Im Bunde. Jetzt, okay. Jetzt ist nur noch einer da. Oh, jetzt habe ich nur die Minengranaten. Na, die möchte ich ehrlich gesagt nicht verschwenden. Scheiße. Wie stark ist er verletzt? Na, ein bisschen. Scheiße. Okay, jetzt ist er sehr verletzt, oder? Nö, noch nicht. Okay, jetzt haben wir noch die andere Knarre. Okay, er muss hier nur auf. Scheiße, Leute, jetzt darf ich mich heilen. In der Hoffnung, dass ich noch irgendwas bekomme. Okay. Puh. Ich hoffe mal, jetzt kommt nicht noch einer. Doch, jetzt ist wieder. Nee. Jetzt ist wieder alles im Lot hier. So, hier konnte ich, glaube ich, speichern. Soweit ich noch weiß, oder? War hier nicht irgendwas zum Speichern? Nee, ich weiß es nicht. hier war leider nichts zum Speichern. Und wir müssen noch an dem komischen Raum da vorbei, leider. Den ganzen Viechern drin. Und ich habe keine Munition, nicht mehr wirklich. Wir haben jetzt zwar die beiden Teile da, aber... Ja, wie ich hier durchkommen soll. Ich weiß es nicht, Leute. Ich muss sie irgendwie versuchen, so abzulenken und zu... Kann ich da nicht durchkrauchen? Ah, scheiße, Leute. Ja, die nutzt mir jetzt leider nichts mehr, die Muni hier. Okay, durch. Nein, nein, ich bin doch... Ich hab doch gedrückt. Oh, scheiße, Mann. Halb tot wieder. Geil. Oh nein, oder? Kann ich den irgendwie ablenken? Das ist jetzt die Frage. Juhu! Er fällt mir förmlich entgegen. Oh scheiße, ist das heftig hier. Was mache ich denn hier? Wie komme ich denn hier weiter? Scheiße, was weiß ich? Ich bin irgendwie falsch gelaufen. Ich bin jetzt total verwirrt. Hä? Muss ich denn hier lang? Geil. Gut, vertan. Oh ja, scheiße. Wo muss ich denn hier lang? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Doch, hier. Hier. Hier lang irgendwie. Aber gut, bin so gut wie tot. Wo soll ich speichern? Ja, hier sollte ich jetzt mal speichern, ne? Auch wenn ich wahrscheinlich... Na, ich leg mal einen extra Speicherpunkt an. Weil, das könnte durchaus wieder so ein Plotstopper sein. Also hier mangelt es echt an allem. Ich glaube, ich habe hier auch nichts mehr drin. Nee. Geil. Das habe ich da toll hingekriegt. Boah, die Biester sind so schrecklich. Wenn es noch hier irgendein Heilkraut wenigstens gäbe oder so, ja. Also, boah, ist hier so krass angeschlagen. Gut, jetzt muss ich das Zeug mischen. Haben wir ja auch gelesen. Jetzt haben wir nämlich dadurch den Rohimpfstoff. Oh je, guckt mal da drüben, ja, da waren wir. Da sind sie alle noch.
Wow, ist das heftig hier. Jetzt darf ich noch Rätsel lösen. Aha. Low. Muss es auf Low bleiben, oder was? Aha, da ist es so weh. So hoch? Hä? Aha, okay. Okay. Muss ein bisschen nach oben gehen, ne? Hi. Ach, deine. Okay, auf 0 kriege ich schon mal. Ah, hier darf ich auch zweimal drücken, okay. Okay. Das war's jetzt, oder wie? Moment, hier stand doch irgendwas, ne? Ach ne, ich hab's ja bei mir. Muss ich nochmal gucken. Irgendwas habe ich jetzt falsch. Ich dachte, ich hätte jetzt. Impfstoffsynthese, genau. Eines Impfstoffs sind sowohl Antigen, Antigen produziert Immun, bla bla bla. Das wissen wir ja. Okay. Verstärkt ist noch. Indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert, kann man potente. Ja, das wissen wir. Man diese Impfstoff mit. Blabla. Neuesten Antigene. Ja, der lobt sich ja nur selber. Mehr war das hier nicht. War nur Eigenwerbung. Kann ich das jetzt. Na, eingesetzt ist es ja. Muss ich es nur irgendwie verteilen gleichmäßig. Fragt mich bloß wie. So. Ist doch perfekt. Oder nicht? Ich verstehe das Prinzip hier nicht wirklich. Temperaturkontrolle, ja. Wie hoch darf denn die Temperatur sein? Also ich denke mal, sie muss im grünen Bereich sein, ne? Denke ich jetzt mir mal so. Meinem jugendlichen Leichtsinn. Ne, das war falsch. Na. Komm. Nein, das ist jetzt. Geht's da hoch? Warum denn das? Hier ist doch fast richtig. So, Moment. Nein! Zurück! So kommt es eher auf High. Ah, ich kann auch zweimal manchmal drücken. Okay. Ja, so ähnlich. Aber nee, jetzt geht es wieder zu weit runter. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Alles klar. Alles im grünen Bereich. Ja, Impfstoffe. Okay. Ja. Ja, liebend gern. Aber, ja. Prima. Aus der Anlage fliehen. Schön. Jetzt haben wir natürlich die idealen Bedingungen für einen Bosskampf hier, ne? Denn darauf wird das Ganze hinauslaufen, Leute. Ist doch ganz klar. Der wird wieder so ein bisschen mutiert sein. Die Zunge kam mir ein paar Zentimeter länger vor, zumindest als letztes Mal. Nein, keine Ahnung, aber es ist ja immer so. Oh.
gedrückt halten, okay. Ja, brauche ich nicht. Kommt. Stattet mich bitte mit Munition aus, ey. Und mit Heilung. Ein bisschen Heilung haben wir hier. Oh, Sprays und ja, alles, was das Herz begehrt. Juhu! Oder so. Oh, Leute, das ist krass. Ich bin schon ganz heiße. Ja, toll, das nutzt mir noch nicht, weil, ja, hab nix, ne? Nu? Soll ich die Probe jetzt? Was soll ich mit der jetzt machen? Ein Impfstoff, der eine Infektion mit dem T-Virus vorbeugt oder sie heilt. Genug, um viele Menschen zu behandeln. Selbst ganz Raccoon City. Wow. Sag mal, die können wir die verstauen? Nö, können wir nicht. Die muss ich also, ja, auch da geht uns wieder Platz im Inventar verloren. Ja, nehme ich das jetzt raus oder wie? Ja, ist jetzt egal, oder? Ich kann mich ja gleich mal heilen. Aber ich glaube, ich brauche das Spray dazu. Jim, da steht sie wieder da. Wie ein Charlie. Höre ich auch einen Charlie? Nee. Ich höre keinen Charlie. So, Leute, aber ich würde mal sagen, ja, die Folge ist ein bisschen kürzer geworden, aber ich wollte die eigentlich ja auch so höchstens 30 Minuten lang werden lassen. Ne? Also die letzte Folge war mir eigentlich wieder ein Ideechen zu lang, aber hat alles ein bisschen gedauert. Habt ihr gesehen, warum, ne? Also denn, bye bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Ischak, lasst es euch gut gehen und falls euch diese Folge gefallen hat, lasst doch bitte ein Däumchen gerne da. Bis dann.